Und wir wollen aber zum Essen gehen. Richtig? Richtig. Hey, es wird weniger. Vielleicht sollten wir es riskieren, ne? Und? Warte mal, wie viel? Oh, jetzt mein Pulli ist nass. Nass. Ja, deswegen wollte ich nicht durch den Regen laufen. Nur wegen der Brille. So, gehen wir heute noch Tennis spielen? Gehen wir heute noch Tennis spielen? Morgen. Morgen wieder? Aber leider habe ich ja kein Badminton-Ding. Nein, das ist nicht Badminton, das ist Tennis. Ja, ich weiß, aber wir wollen auch Badminton spielen. Nein, kein Badminton. Nur Tennis. Wir haben unsere Badminton-Badminton mitgebracht. Baby. Leider. Wer bringt schon sein scheiß Badminton mit nach Mallorca? Fitnessleute wie uns. Warte mal, soll ich mir mal deinen Bauch anschauen, mein Bauch, so dass die Leute sehen, dein Bauch ist okay. Nein, ich so. Wait, now record my belly. So, Fitnessleute, so wie wir. Kann man Fitness sehen, oder? Ja, wir haben gerade zu viel gegessen. Oh ja, aber es war sehr gut. Sehr lecker. Fitnessessen. Ich würde gerne so eine Buggy-Tour machen. Das wäre bestimmt cool. Aber so viel Zeit haben wir eh nicht mehr. Ach, da sind die Buggys. Schauen wir mal die lustigen Buggys an. Macht bestimmt Spaß. Die schauen so klein aus. Naja. Abendliche Stimmung in Mallorca. Man sieht auch da hinten, sind Leute, die auch Selfies machen. Und den Moment des Grauens einfangen wollen. Really? What? You just taking a video without saying anything? Yeah. What should I say? It's evening. You cannot talk that much in the evening. Also, was soll man euch erzählen? Wir hocken auf den Felsen, mir tut schon der Arsch weh. Ich bin eigentlich sehr ungemütlich auf einer Kante. Aber wenigstens bin ich näher an meiner Frau, die immer noch smilet nach 2-3 Tagen. Mhm. Die immer noch froh ist, hier zu sein. Richtig? Richtig. Richtig. I looked all over, couldn't find nobody. I looked high and low, still couldn't find nobody greater. Nobody greater than you. Yeah, God's creation. It's perfect. Oh, yeah, in that's all me. Its way. Really? God's creation. Really? God's you, creation of course you are God's creation. Also Leute, es ist ja gesagt, Gottes Kreatur, Schöpfung ist perfekt und das bin ich. Ja, ich meine, Berge und die Mountain, und die Mountains und the Sea und Meer und alles. Also hier gibt es auch Gottesanbeterinnen. Leider. Zermalmt. Leider, leider. Baby, musst du erzählen, was wir machen jetzt? Nö, das sieht schön aus. Warum? Ich bin zu faul. Wir schauen zu, wie die Leute sich umbringen. So, our boat is coming. Starfish glass bottom catamaran. So the good thing about this boat is, I think, we can go down and then there's a glass
under it and you can see all the fish. Ja, man kann alle Fische sehen. Nicht alle Fische auf dem See, aber was gibt. Aber ist schön, ich freue mich. Und wie viele Fische hast du schon gesehen? Nix. Nix. Die Fische getrauen sich nicht daher und die Fenster sind ziemlich klein, wie man sehen kann. So, this is shark feeding time. Fischfutter, viel Fischfutter. Jetzt sind wir in Calador. Irgendwo beim Einkaufen gehen wir jetzt. Shopping, Shopping. Meine Frauenhandtaschen. Aber toll. Was ist Ihr Plan für die Dinge? Was versuchst du zu tun? Magst du heute noch eine Tasche einkaufen oder was? Souvenir für mich. So, jetzt erzähl. Was machen wir als nächstes? Wir gehen zurück. Wir müssen eh auf die Zeit aufpassen. Wir brauchen einen Selfie-Stick. Ja, wir sind noch bei einem Selfie-Stick. Ja, wir bräuchten mal so einen Selfie-Stick. Pass auf. Ja, ich pass auf. Ja, ja. Selbi. Ja, jetzt gehen wir zurück, leider. Leider. Wo bist du? Ach da. Da waren wir oben. In der Straße waren wir vorhin. Wir haben nicht so viel gelaufen. Nicht wir sind nicht so viel gelaufen. Nicht, wir haben nicht. Nein, wir sind nicht. Wir sind nicht so viel. Aber das versteht man trotzdem. My favorite walk. Also, wie lange waren wir jetzt hier? Zweieinhalb Stunden. War schön, ein bisschen was einkauft, nicht viel. So, jetzt gehen wir zu unserem letzten Abendessen. Morgen früh um, wie viel Uhr müssen wir aufstehen? 4 Uhr. Irgendwo um 4.
Weil nämlich um 4.50 Uhr geht unser Bus und um 8.50 Uhr geht unser Flug. Mhm. Heute auf dem Boot war super auf dem Katamaran, gell? War geil. Mhm. Auch das Einkaufensessen, ups, meine Augen sind weg. War alles genial. Der Urlaub sind ja eigentlich nur 3 volle Tage gewesen und 2 halbe, Nacht, 2 Nächte. Für Kurztrip, geil. Nee, 3 Nächte. 4 Nächte. Insgesamt 4 Nächte. Ja. War super, ist super, war toll. Essen ist okay, nichts Besonderes, außer das, was wir heute gehabt haben in Calador. Calador. Ich glaube, es war Calador. Ja. Das war super. Ja, gehen wir zum Essen. Also das ist schon fast das Ende auf dem Urlaub. Der Review ist sau gut, gell? Sau gut. Sau gut. Sau gut. Also Leute, fiert's euch, macht's gut, schön was. Sag, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Aber was ist dein Review denn? Du hast gar nichts über dein Review. Der Review war fucking geil. You're not supposed to use that word and you will not use that in your video. I can use everything. No, you will not use that. So my wife is against this F word, but I use it wherever I want. Yeah, but not in your video. Yeah, I use it in my videos. No, you won't. I do. She's a good Christian, a really good Christian, and she doesn't like this F-word. Ah, warum spreche ich Englisch? Warum hast du kurze Dinge? Sie braucht, ist ja scheißegal. Your face is half, baby. Ich brauche immer noch ein Half-Face. I don't care. Also sag gute Nacht. Ciao. Servus, pfiat euch, macht's gut. You did me, it's a felony, stole my heart away. Mr. Deputy, oh come to my aid, 'cause I don't know how I got this way. It's in the doom, it's in the heat, that's kind of amazing. Girl, you make me feel every day like 10 on my body.